Moin und willkommen Leute zur neuen Folge Hearts of Iron. Hier ist wieder euer Kekskaiser. Es sind letztens neue Awards rausgekommen, sozusagen Belohnungen, wenn du bestimmte Dinge machst. Und ich habe mich dazu entschieden, damit ich jetzt probiere, so viele von denen hier wie möglich zu sammeln. Ribbons, das heißt auf Deutsch, glaube ich, eben Gummiband, keine Ahnung, Bänder, ja wahrscheinlich irgendwas mit Band. Jedenfalls, ich habe schon einige. Das waren so die Originalen, die rausgekommen sind, aber jetzt merkt ihr, es sind deutlich mehr rausgekommen. But ich will jetzt mal sozusagen mehr von den Ribbons machen. Und dabei habe ich mich entschieden, ich nehme das mal hier auf, damit ihr seht, wie so ein durchschnittlicher Deutschland-Playthrough bei mir aussieht, was so die Meta-Strats sind und so ein Scheiß. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, ihr lernt ein paar Dinge über das Spiel. Das ist hier nicht wie letztes Mal ein Tutorial, sondern geht in eine andere Richtung. Als erstes machen wir Rheinland. Seht ihr das hier? Die Bedingungen für Anschluss. Man muss mindestens 500.000 Mann auf dem Feld haben und 40.000 Infanterie-Equipment in der Armee an sich. So, wie macht man das jetzt am besten? Also mein Trick ist als erstes, wir nehmen einfach mal die ganze Armee, hier Shift. Tun sie einfach hier mal irgendwo hin in der Mitte und lassen sie einfach trainieren. Alle. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Und so werden wir jede einzige Fabrik in Waffen tun. Für die ersten paar Monate. Wundert euch vielleicht warum. Und das werdet ihr bald sehen. So, eben, wir werden probieren, Anschluss zu rushen. So viel sei gesagt. In Normaldeutsch erklärt heißt es, wir werden Österreich viel, viel früher erobern, als normal gedacht ist. Und so hoffe ich bei ungefähr dritten Fokus. Wird das funktionieren? Wir werden sehen. So, by the way, damit ihr ungefähr wisst, was die Ziele vom Let's Play sind, ich habe mir ein Word-Dokument gemacht. Ich kann schnell vorlesen, was sozusagen hier die Aufgaben sind. 15 Fallschirmjäger in Paris, 10 Raketen, 4000 Panzer mit mehr als 12 km/h, Mittelmeer erobern, also Überlegenheit auf dem See habe ich hier aufgeschrieben, 100 Kavalleriedivisionen, 30 Gummi, 1000 Gummi geschlossene Wirtschaft und 5000 Lastwagen in einer Armee. Also kommen wir zu unserem ersten Schritt, für unseren kleinen Exploit, zu unserem kleinen Glitch. Als erstes gehen wir hier in Division Designer Menü, gehen zu Lastwagen und basically, wir machen es so, damit sie keine Lastwagen annehmen dürfen, kein Support Equipment und keine Artillerie. Der eigentliche Sinn von dem hier ist sozusagen, du kannst hier, wenn du verschiedene Gewehre hast, die alten und die neuen, kannst du sozusagen bei Elite Division machen, dass sie nur die neuen Gewehre brauchen können. Das ist eigentlich der Sinn von diesem Menü. Wir werden es aber jetzt für einen Glitch abusen. Wir dürfen unsere Lastwagen-Division haben nur Infanterie-Equipment. Merken wir uns das mal. So, basically, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden unsere ganze Armee trainieren lassen, bis wir 5 XP haben. Denn für diese 5 XP brauchen wir uns für den nächsten Schritt. So, und wir haben genau 5 Armee-Erfahrung. Wir gehen hier, machen eine neue Division, und zwar eine einzige Kavallerie. Wir nennen die mal hier irgendeinen Fehlertext, damit die uns sie merken können, irgendwie. Le Mans. So, wir haben die Le Mans Division und wir spammen jetzt so viele wie möglich. Wir spammen jetzt Le Mans Division. Ungefähr so, genau. Höchste Priorität. Und weil sie so klein sind, sollten sie auch sehr schnell trainiert werden. Bis Juli, bis zum Sommer. Das geht. Erster Fokus, Rheinland wurde demilitarisiert. Wir können jetzt den zweiten machen. Und jetzt nach diesem zweiten sollten wir in der Lage sein, Anschluss zu machen. Oh. Oh, wir haben das Achievement 100 Kavalleriedivisionen zu spawnen schon gemacht, in dem Fall. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert, jetzt schon. Weil wenn wir jetzt aber alle zu D hier umwandeln, zur Lastwagendivision, und wir haben ja vorher gemerkt, Lastwagendivisionen haben bei uns nur Waffen und Männer, bedeutet basically, das sind riesige Infanteriedivisionen mit nur so Infanterie und Männer drin, aber wir brauchen ja viele Männer auf dem Feld. Und tada, wir haben jetzt schon in der Field über 22.000, bedeutet, erste Bedingung erledigt. Die zweite Bedingung ist, wir müssen jetzt einfach nur 40.000 Waffen produziert haben. Bis dahin. Wir hier schauen bei Infanterie-Equipment. Wir sind bei 41.000 eigentlich. Weil das sollte genug sein und wir sollten jetzt Anschluss machen können. Tada! 20. Mai 1936 und wir können schon Anschluss machen. Wir haben basically das Spiel so ausgetrickst mit unseren Lastwagen und mit unserem Infanterie-Equipment, damit wir jetzt schon einen Fokus machen können, den man erst in 37 und 38 macht. Wir machen ihn im Frühling 36. Bedeutet, wir werden gleich die österreichische Wirtschaft an uns nehmen, die Fabriken dort, die Mannstärke dort und haben somit einen großen Vorteil am Anfang. So, jetzt habt ihr etwas gelernt, hoffe ich. Könnt es im nächsten Multiplayer-Spiel benutzen und dann gebannt werden, weil es wahrscheinlich illegal ist, aber who cares. Ich wundere mich, ob wir Sudetenland auch schon rushen können. Ja. Wir könnten Sudetenland direkt danach auch rushen, weil wir haben 1,4 Millionen Mann. Das werde ich jetzt auch noch machen. Wir werden basically schon in 36 ganz Tschechien, ganz Österreich schon direkt haben. Eben jetzt, was ihr seht, wir haben diese österreichischen Boys.
das wäre unsere Infanterie, wir können jetzt trainieren lassen, einfach schicken wir mal an Just for Fun an die tschechische Grenze. Und eben, wie ihr seht, Österreich im August eingenommen und sogar, wir sind gerade Tschechien auch noch am machen, im gleichen Atemzug. Weil basically, wir haben fast schon unaufhaltsamen Spielstart. Wenn ihr das im Multiplayer macht, dann werdet ihr wahrscheinlich instant gebannt. Aber weil es so am Anfang vom Spiel ist, könnt ihr das mal probieren und schauen, wie die Leute reagieren. Das ist sicher lustig, weil wie sie dann copen. Und sagen, hey, how did you do that? That's not even possible. Und dann kann sie sagen, shut the fuck up. So, Fate of Czechoslovakia. All of Czechia belongs to the Reich. Und basically, ich glaube, ich beende hier die Folge. Weil wir haben im 24. Februar 37 es geschafft, gesamt Österreich und Tschechien einzunehmen, ohne dass die Alliierten sich eingemischt haben. Und basically, wir haben jetzt schon die gesamten Fabriken von diesen Gebieten hier schon jetzt unter unserer Macht. Bedeutet, wenn wir dann uns entscheiden, Polen und Frankreich anzugreifen, sind wir noch stärker als Deutschland üblicherweise. Bedeutet, wir haben noch mehr größere Chancen, England einzunehmen, noch mehr größere Chancen, Russland schnell einzunehmen. Und es bedeutet, wir können uns dann um die Amerikaner kümmern. Und dann haben wir basically World Conquest. Und während ich für den World Conquest mache, kann ich Achievements hunten. Das ist basically der Plan. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ob euch Hearts of Iron überhaupt gefällt. Und ja, und schreibt, ob ihr findet, dass man solche Glitches benutzen sollte oder nicht. Weil ich meine, wir haben gerade das Spiel komplett auseinandergenommen. Ja, und sonst, ihr wisst, was jetzt kommt. Ciao und bye.